schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen aus Schweden. Ich setze heute meine Videoreihe fort. Ich bin nämlich hier auf einem Selbstversorgerhof. In Teil 1 habe ich euch das gesamte Grundstück gezeigt. In Teil 2 haben wir uns die schönen Gebäude hier angesehen. Hinter mir zum Beispiel diese schöne schwedische Scheune. Und heute heiße ich euch herzlich willkommen zu Teil 3, denn heute gucken wir zusammen den Gemüsegarten der Selbstversorgerfamilie an. Das Besondere ist, dass sich die Familie wirklich 365 Tage im Jahr, also auch im Winter, fast ausschließlich aus ihrem eigenen Garten ernährt. Aktuell ist es August, das bedeutet, ja, der Garten steht in seiner vollen Blüte und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um euch den Garten zu zeigen. Also, wir legen los. Wir legen los und beginnen mit den Fakten. Wir haben hier auf dem Grundstück, und das habt ihr ja schon in den vorherigen Teilen gesehen, ein großes Gemüsebeet mit etwa 50 Meter Länge, 20 Meter Breite, also 1000 Quadratmeter Beetfläche. Dazu kommen noch zwei Folientunnel, die wir uns später ansehen. Der erste Folientunnel hier hat rund 16 Meter Länge und eine Breite von 6 Meter. Und ja, nur dass ihr ungefähr mal die Ausmaße ja, hört. Wir gehen jetzt mal zusammen hier das Beet ab. Und da habe ich ja eben gerade schon gesagt, das Beet ist circa 50 Meter lang und ist in zwei Beete unterteilt. Also das Beet, dieses große, lange Gemüsebeet ist hier in der Mitte einmal durch einen Weg getrennt. Das heißt, wir haben hier ungefähr, ja, 20, 25 Meter und im unteren Bereich haben wir auch noch mal 20 bis 25 Meter Beetlänge. In den Reihen haben wir ungefähr 1,20 Meter Beetbreite. Ist schwierig, weil die Beete individuell angelegt sind, je nach Kultur und Gemüsesorte. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir heute, ja, für mich tatsächlich einige Überraschungen erleben werden. Ich habe hier nämlich Gemüsesorten gefunden, die ich so in Schweden, in so einer kalten Region, niemals erwartet hätte. Und was ich auch noch gefunden habe, das ist eine neue Gemüsesorte, Leute. Und die werde ich euch heute zum ersten Mal vorstellen. Zum ersten Mal, weil ich sie ja selber erst entdeckt habe. Deshalb, heute wird es richtig spannend. Und jetzt steigen wir im Gemüsebeet ein. In der ersten Beethälfte, da finden wir die besagte Erdbeerkultur. Die ist ein bisschen breiter angelegt. Ich würde schätzen ungefähr 2 Meter, weil es hier 2 Reihen sind. Die Familie arbeitet hier mit einer Mulchfolie als Unterlage gegen, ja, das Unkraut. Und vielleicht wisst ihr es selber, das ist eine super Arbeitserleichterung, gerade in solchen Permakulturen, also Kulturen, die länger als ein Jahr in eurem Beet stehen bleiben. Und dazu gehört ja die Erdbeer, die in der Regel 2 Jahre beerntet wird, bis sie dann eben ausgetauscht wird. Ja, das Beet ist deshalb so groß, weil die Kulturen ja auch ständig tauschen müssen. Das heißt, hier, wo jetzt die Erdbeeren standen, da stand letztes Jahr natürlich noch was anderes. Die Erdbeerkultur ist nämlich neu angelegt. Und hier zum Beispiel unter der Siloplane, da sehen wir das alte Erdbeerbeet. Und die Siloplane bleibt jetzt einfach hier drauf liegen, um einfach den Unkrautdruck zu reduzieren. Unten drunter haben wir richtig viel Biomasse. Das heißt, hier ist Kompost, Mist und andere organische Materialien wurden hier aufgefüllt und das Ganze kann jetzt hier unter der Plane verrotten. Das ist eine Methode, die wir auch ganz gerne bei uns zu Hause im Garten einsetzen. Einfach super effektiv und spart jede Menge Arbeit. Ja, das finde ich gut. Dann kommen wir zu einer Kultur, die ich so aus Deutschland nicht kenne. Wir alle kennen die Ackerbohne, Puffbohne, Saubohne. Sie hat ja viele Namen. Mir ist aber nicht bekannt, dass sie bis in den Hochsommer, wir haben hier jetzt Mitte August, angebaut wird. Und was mich auch wundert, ist, dass die Kultur so schädlingsfrei ist. Das heißt, wir sehen keinerlei Läuse, Fraßspuren oder sonst irgendwas. Die macht einen sehr gesunden Eindruck und hat richtig schöne, dicke Schoten. Und ja, das Thema Leguminosen, das heißt, Hülsenfrüchte spielt hier in dem Garten eine besonders große Rolle, was ich von zu Hause ja überhaupt nicht gewohnt bin. Also wenn ich mir den Anteil an Leguminosen in meinem Garten angucke im Verhältnis zu Tomaten, Paprika, dann muss ich sagen, boah, haben wir sehr wenig Hülsenfrüchte in unserem Garten. Das ist hier komplett anders.
Es ist so, dass ich euch im zweiten Teil hier die Tiere vorgestellt habe, also die Stallungen. Und da haben wir bereits darüber gesprochen, dass die Tierhaltung hier eigentlich keine große Rolle einnimmt. Zwar versorgt sich die Familie durch die Schafhaltung mit den Lämmern im Herbst mit Fleisch und auch die Hühner werden hier geschlachtet. Aber ansonsten ist die Ernährung der Familie überwiegend vegetarisch. Das heißt, die Dickenbohne stellt eine sehr, sehr wichtige Eiweißquelle dar. Genauso wie die Erbsen hinter mir, wo wir gleich noch hingehen zusammen. Die Dickenbohne wird blanchiert und dann eben eingefroren. Wir haben gestern geholfen, die ganzen Bohnen zu pflücken, zu öffnen. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum die Dickenbohne oder allgemein Leguminosen bei uns im Garten nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Gerade Erbsen, das ist so viel Arbeit im Sommer, die alle aufzupflücken. Wenn wir dann vergleichen, was Erbsen im Geschäft kosten, das ist einfach absolut nicht lohnenswert, weil wir neben der Arbeit in unserem Vollzeitjob einfach, wo sollen wir die Zeit hernehmen, um die ganzen Hülsenfrüchte hier aus der Hülse rauszunehmen, aus den Schoten rauszunehmen. Und wir brauchen ja entsprechende Mengen, wenn ihr überlegt, anstatt eines Steaks oder eines Hühnchens Bohnen zu verzehren, dann braucht ihr ja pro Person 200 Gramm Bohnen. Und das heißt, wenn ihr es euch mal hochrechnet, wie viel Bohnen das aufs Jahr gesehen sind, wie viel Kilogramm wir sprechen, dann ist das einfach sehr, sehr viel. Aber genau deshalb wird hier auch sehr, sehr viel, werden hier sehr viele Hülsenfrüchte angebaut. So, da wo ich jetzt stand, wurde schon eine Reihe geerntet. Das heißt, die Ackerbohne wurde hier zweireihig auf 20 Meter angepflanzt. Die Anbaumethode mit diesem Zaun, die finde ich echt super interessant und habe ich so noch nie gesehen. Also ich, aber das heißt ja nichts. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen für zu Hause und mir überlegen, wie ich das Ganze umsetzen kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die zum Beispiel hier die Zuckerschote einen längeren Zeitraum an der gleichen Stelle steht, dann macht es durchaus Sinn, sich die Arbeit zu machen, hier Zaunpfähle aufzustellen. Und wenn wir jetzt sehen, ich bin ungefähr 1,70 Meter groß und die Bohnen werden teilweise 2 Meter hoch, die Erbsen werden teilweise 2 Meter hoch, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert. Und durch diese große Fläche, die die Erbsen hier einnehmen können, dann haben die auch wirklich einen großen Ertrag. Und dann, glaube ich, macht sich das auf jeden Fall bezahlt. So, warum ich aber jetzt hier stehe, ist nicht, weil ich über den Zaun schwärmen möchte, sondern wir haben hier eine Zuckererbsenart, die auf ihre Weise einzigartig ist. Sie kommt aus Schweden, es ist also eine alte, samenfeste Sorte und ich bin super beeindruckt von dieser Pflanze. Deshalb kommt mal näher, wir gucken uns die zusammen an. Jetzt, wo ihr ein bisschen näher seid, könnt ihr vielleicht erkennen, was an dieser Pflanze so super beeindruckend ist. Es ist nämlich die schiere Größe der Zuckerschoten. Und wenn ich euch das Ganze jetzt mal anhand von meiner Hand zeige, dann finde ich das absolut beeindruckend. Also ich kann es überhaupt nicht glauben. Diese Zuckerschoten sind einfach genauso groß wie meine komplette Hand. Habt ihr sowas schon mal in eurem Leben gesehen? Ja, und das Besondere an dieser Zuckerschote ist, ihr könnt sie jetzt, wo sie komplett ausgereift sind, öffnen und könnt die kleinen Erbsen entnehmen. Das heißt, ihr könnt die Schote öffnen und in diesen Schoten befinden sich Erbsen, die so groß sind wie die Markerbsen. Das ist auch ein Merkmal, das ich von der Zuckerschote so nicht kenne. In der Regel bleiben die Erbsen in der Zuckerschote immer etwas kleiner als die dafür, als die verwandte Erbse, die Markerbse. So, die Erbsen schmecken hervorragend, aber was jetzt nochmal, das finde ich auch immer, das ist diese komplette Pflanze so beeindruckend. Ihr könnt diese riesigen ausgewachsenen Schoten nehmen und könnt sie einfach essen. Komplett fadenfrei und zuckersüß. Leute, diese Pflanze, das ist für mich schon die komplette Reise wert nach Schweden. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich so eine Gemüseart hier finde. Und wie kann so ein Gemüse so unbekannt sein in Deutschland?
Also, ich werde mich mit reichlich Samen eindecken für zu Hause. Weiter geht's. Die nächste Kultur, das ist keine Gemüsepflanze, sondern eine Blume, ein Distelgewächs. Und ja, hier befindet sich die Artischocke. Und was mich so beeindruckt an der Stelle ist, dass die Artischocke hier tatsächlich schon Knospen ausgebildet hat. Und da hinten, da öffnet sich sogar schon die erste Blüte. Und ich bin beeindruckt, dass die Pflanze hier in Schweden so gedeiht, weil ja, eigentlich ist es für die Pflanze viel zu kalt. Überwintert werden kann sie nicht, weil wir hier Temperaturen von minus 20 Grad haben. Das heißt, diese ganzen Artischocken, die ihr hier seht, die sind dieses Jahr neu ausgepflanzt worden, was mich umso mehr beeindruckt. Mir ist nämlich aus Deutschland nur bekannt, dass die Artischocken, die den Winter überleben, im Folgejahr einen viel kräftigeren Wuchs zeigen. Und wenn bei euch ja irgendein Artischockenprofi dabei ist, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, liegt es an der Sorte, die hier gewählt wurde, oder warum ist es möglich, dass hier im kalten Sommer Schwedens so eine Wuchshöhe erreicht wird? Also einfach beeindruckend. Also hier könnt ihr es nochmal sehen. Die Knospen öffnen sich bereits und die Pflanze ist ca. 1,60 hoch. Unsere Pflanzen sind nicht mal einen halben Meter hoch. Also ziemlich beeindruckend. Respekt. Jetzt kommen wir zu einer der wichtigsten Selbstversorgerpflanzen, und zwar den Kürbisgewächsen. Hier vorne seht ihr eine komplette Reihe mit verschiedenen Zucchini-Sorten. Wir haben grüne Zucchinis, gelbe Zucchinis, blaue Zucchinis, rote Zucchinis. Nein, es gibt hier, ja, ich weiß nicht, welche Sorten. Es sind ungefähr 10, 12 Pflanzen, die ihr hier seht. Und hinter mir, da befinden sich Speisekürbisse auf einer Fläche, ja, von ungefähr 25 Quadratmeter, das heißt 5 mal 5 Meter. Und da haben wir auch verschiedene Sorten. Leider kann ich euch nicht sagen, was es alles für Sorten sind. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal den Hokkaido-Kürbis gefunden. Dann haben wir hier einen grünen Speisekürbis und da hinten befindet sich auch noch mal ein gelber. Wenn ich es noch rausfinde, schreibe ich es euch für die Leute, die es unbedingt wissen wollen, mit in die Videobeschreibung. Aber ja, Kürbis ist Kürbis, Speisekürbis. Es gibt große, es gibt kleine, man kann sie mit oder ohne Schale essen. Wichtig ist eines bei den Kürbisgewächsen, und das trifft auch auf die Zucchini zu. Ihr könnt sie sehr lange lagern. Und gerade die Zucchini, wenn sie größer wird, was ja viele Leute vermeiden, dann könnt ihr sie besser lagern, weil die Schale dicker wird. Also alte, große Zucchinis sind besser lagerfähig. Und meine Cousine aus Schweden hat mir gesagt, dass sie die Zucchinis teilweise bis in den Februar, März gelagert hat. Und das finde ich super beeindruckend. Vielleicht sollten wir mal eine Challenge aufmachen, wer die Zucchini am längsten lagern kann zu Hause und am Ende noch isst. Das wäre doch mal eine coole Challenge. Also wir probieren das dieses Jahr auch mal aus. Um den ersten B-Teil abzuschließen, gucken wir uns jetzt hier noch die letzten Reihen an. Da finden wir jetzt noch eine Lauchkultur. Ich glaube, das war Sommerlauch. Der ist nämlich durch, also der ist groß genug, um beerntet zu werden. Und im hinteren Teil, da finden wir noch mal Kartoffeln. Hier hinten, da befand sich auch früher ein Gemüsebeet. Das wurde aber stillgelegt, zumindest für den Moment. Die Anbaufläche wurde nicht benötigt. Ein wahres Luxusproblem, weil wir zu Hause zum Beispiel dringend mehr Beetfläche benötigen. Und lasst uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, wie es sein kann, dass vielleicht so ein Beet brach liegt. Und ja, was vielleicht einer der Gründe sein kann, warum hier so viele Leguminosen wachsen. Hier seht ihr den zweiten Teil des Gemüsebeets und auch wieder eine freie Fläche, die mit einer Siloplane abgedeckt ist. Und ja, wir stehen jetzt hier vor einer Mischkultur aus Mais, Sonnenblume und anderen Blühpflanzen. Und wir unterhalten uns mal kurz darüber, ja, warum gibt es hier Brachflächen? Warum gibt es hier so viele Leguminosen? Neben den Gründen, dass sie eben eine sehr gute Selbstversorgerpflanze darstellen. Das ist ganz einfach, und das werdet ihr vielleicht an eurem eigenen Garten auch irgendwann mal merken. Wenn ihr Starkzehrerkulturen anpflanzt, dann habt ihr das Problem, dass dieser Boden eben teilweise ausgelaugt ist. Und dann kommt noch der Aspekt dazu, dass ihr, ja, wir betreiben ja 4 Felderwirtschaft. Das heißt, wir wollen ja jedes Jahr eine andere Kultur anbauen.
Und dann eigentlich vermeiden, dass zum Beispiel gerade Kohlgewächse innerhalb von 3 oder 4 Jahren an der gleichen Stelle noch einmal wachsen. Das bedeutet, dass wenn ihr den Kohl in euren Beeten anbaut, eigentlich 4 Jahre lang nicht mehr an der gleichen Stelle Kohl anpflanzen könnt. Und somit braucht ihr sehr große Ausweichflächen. Je nachdem eben, wie eure Verhältnisse sind, wenn ihr zum Beispiel 25% eurer Beetfläche für Kohl nutzt, dann ist das quasi das Maximum, was ihr machen könnt, damit ihr eben alle 4 Jahre, also bis zu 4 Jahre lang durchtauschen könnt. So. Das heißt, ihr braucht als Nachfolgekultur für zum Beispiel den Kohl Leguminosen im besten Fall, um die Nährstoffe wieder in den Boden einzubringen, den Boden also wieder aufzupeppen, weil die Leguminosen ja in der Lage sind, mit Bakterien in der Erde eine Symbiose einzugehen, und diese Knöllchenbakterien bringen eben wieder Stickstoff in den Boden. Die sammeln also den Stickstoff aus unserer Umgebung, aus unserer Luft eben ein und lagern die im Boden ein. So. Die Siloplan-Methode finde ich halt super genial, weil ihr einfach ganz viel organisches Material einbringen könnt. Ihr deckt das mit der Siloplane ab. Durch die schwarze Oberfläche wird es richtig schön warm. Das heißt, die Mikroorganismen können sehr effektiv arbeiten, was gerade im Herbst und im Frühjahr super wichtig ist, weil ihr sonst, ja, es findet sonst fast kein Bodenleben statt. Und so könnt ihr das Ganze sogar beschleunigen. Und es geht sogar so weit, dass mir die Familie erklärt hat, dass hier zum Beispiel sehr wenig Kompost hergestellt wird, weil die Familie einfach die ganzen organischen Materialien schon auf die Beete ausbringt. Also das Thema Kompost anlegen, Kompost umsetzen, das wird hier fast nicht gemacht, weil, ja, wie gesagt, alle Abschnitte, alle Abfälle einfach auf die Beete gelegt werden. Und das heißt, wir sehen hier eigentlich einen riesigen Flächenkomposter. Das finde ich ist eine sehr besondere und fantastische Tatsache. Den zweiten Beetteil, den gucken wir uns jetzt im Schnelldurchlauf an. Da werde ich euch jetzt einfach alle Fakten um die Ohren hauen. So, los geht's. In der ersten Reihe sehen wir wieder Kartoffeln, 20 Meter lang, also ein Kartoffeldamm. Die Kartoffeln wurden in unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten angepflanzt und auch unterschiedliche Sorten. Wir haben frühe Sorten, mittelspäte Sorten und späte Sorten. Wichtig ist dabei, dass die Haupternte jetzt im Spätsommer, also im Herbst, anfällt, damit sie eingelagert werden kann für den Winter. Und die Familie hat mir auch gesagt, wenn die Kartoffeln früher reif sind, also zum Beispiel jetzt im August, dann wird das Laub entfernt, zurückgeschnitten, gemulcht, und die Kartoffeln bleiben einfach bis zum Herbst in der Erde. Das heißt auch durchaus jetzt noch 2 Monate. Das fand ich sehr interessant, das werden wir zu Hause auch ausprobieren. Dann die nächste Reihe, das ist Porree, Lauch. Hier ist Winterporree gepflanzt. Da weiß ich gar nicht, wie das mit der Haltbarkeit im Winter ist. Der Porree ist ja frostbeständig, aber ich weiß nicht, ob er in Schweden die Temperaturen von bis zu minus 20 Grad aushält. Dann die nächste Reihe, dann sehen wir Karotten, also 20 Meter Karotten, und die Karotte ist hier ungefähr 4 bis 5 Reihe gepflanzt, also jede Menge Karotten, und das ist auch wichtig jetzt vor dem Winter. Die Karotte, das ist ein Wurzelgemüse und die kann sehr gut eingelagert werden. Alle Gemüselager, also Lagergemüse, die ich euch jetzt aufzähle, wie Kartoffel, wie die Karotte, die wird hier im Erdkeller eingelagert. Den können wir uns vielleicht auch noch mal ganz kurz angucken. In Teil 2 habe ich euch den auf jeden Fall schon mal gezeigt. Dann eine kleine Überraschung, zumindest für mich. Das ist der Sanddorn, den wir hier sehen. Und für mich ist der Sanddorn eher sowas, was man an der Küste findet. Der Sanddorn mag ja gerne sandige Böden. Und jetzt sind hier keine Fruchtansätze dran. Ich weiß nicht, er würde ja nicht hier stehen, wenn er keine Früchte tragen würde. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es hier in Schweden funktioniert. Und da daneben, da finden wir eine der wichtigsten Kulturpflanzen Deutschlands. Und zwar den Hopfen. Der Hopfen
Der wird benötigt für zum Beispiel die Herstellung von Tees, weil der Hopfen eine stark beruhigende Wirkung hat und beim Einschlafen hilft. Der soll geerntet werden, wenn ihr die ersten Pollen findet. Das heißt, wenn ihr gegen Ende vor dem Abtrocknen die meisten Pollen entwickelt hat. Und dann riecht mal daran, das ist wirklich der Hopfen. Das ist so eine tolle Pflanze. Der Geruch ist so super und tatsächlich ist der Hopfen mit dem Marihuana verwandt, was viele gar nicht wissen. Und man kann es auch so ein bisschen erahnen, weil der Geruch doch sehr ähnlich ist. Und die Selbstversorgerfamilie stellt daraus nicht nur Tees her, sondern auch Bier. Ja, warum stellen die Bier her? Das gehört zur Selbstversorgung einfach dazu. Und ihr müsst einfach mal überlegen, wie viele Produkte ihr am Tag konsumiert. Und wenn ihr fast ausschließlich euch selbst versorgen wollt und ihr trinkt gerne Bier, dann müsst ihr eben auch Bier herstellen. Ja, wir in Deutschland müssen das nicht machen, weil wir Oettinger haben und das ist so günstig, dass es sich einfach jeder leisten kann. Und ja, denkt immer dran an eure tägliche Dosis Vitamin Ö. Weiter geht's mit Kartoffeln. Also nochmal eine komplette Reihe Kartoffeln. Dahinter seht ihr den Dill. Der ist wichtig jetzt, weil eben auch die Einlegegurken gerade reif sind. Deshalb immer an den Dill denken, damit ihr genügend Dill habt, um die Gurken einzumachen. Dahinter befindet sich Petersilie ungefähr auf 2 Meter. Dann haben wir hier vorne eine Karotte, die in die Blüte gegangen ist. Teilweise werden hier auch die eigenen Samen geerntet, habe ich mir sagen lassen. Aber nicht bei allen Pflanzen, zum Beispiel nicht bei den Tomaten, weil sich da die Sorten gerne vermischen. Da hinter den Karotten haben wir wieder Lauch. Und ganz hier hinten, da finden wir den Stangensellerie und das finde ich irgendwie super beeindruckend, weil der Stangensellerie meiner Meinung nach super schwierig ist vorzuziehen. Der wurde hier nämlich direkt ins Beet gesät und der Stangensellerie ist ein Lichtkeimer. Die Samen ähneln dem der Petersilie und es ist super schwierig, dem Unkrautdruck standzuhalten, weil wenn ihr damit rechnet, dass dieser Stangensellerie 3-4 Wochen braucht, bis er gekeimt ist und bis sich die ersten Keimlinge zeigen, die ersten Pflänzchen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es ist, da gegen das Unkraut vorzugehen. Ja, und endlich haben wir ihn gefunden, den Kohl. Ach, mein deutsches Herz wäre doch so verletzt, wenn wir hier keinen Kohl finden würden. Ja, tatsächlich ist der Kohl hier gar nicht so beliebt. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann. Ich will nämlich nicht die Gefühle von dem Kohl hier verletzen. Nein, die Familie hat mir gesagt, dass sie den Kohl nicht so favorisieren. Und der Kohl stellt hier keine wichtige Nahrungspflanze dar. Er wird trotzdem angebaut, weil es einfach ein tolles Gewächs ist. Man hat hohe Erträge. Und was wir hier jetzt sehen, das ist der Palmkohl. Wir haben hier Blattkohl. Das sind die klassischen Winterkohlarten. Dann haben wir hier noch ein paar Weißkohle stehen, aber wirklich nicht viele. Das sind vielleicht 10 Stück. Das heißt, wir hatten hier vorne 12 Blattkohle, 10 Weißkohle. Hier stehen noch ein paar Brokkoli aus dem Sommer. Die sind schon alle durchgeschossen. Ein paar kleine Röschen kann man noch sehen. Boah. Und da nehme ich euch gleich mal mit. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, über 10 Weißkohlraupen an einer Pflanze. Und das hat mir die Familie auch gesagt, dass sie tatsächlich bestimmte Pflanzen, wie zum Beispiel hier den fertigen Brokkoli, einfach stehen lassen und den als Opferpflanze nutzen. Und anscheinend funktioniert das sogar. Seht euch das mal an, ey, unglaublich. So viele Raupen an einer Stelle. Das heißt, da ist irgendein Eierpaket abgelegt worden und die sind hier alle geschlüpft. Ja, unglaublich. Naja, das, was ihr jetzt hier noch seht, das sind die übrigen Brokkoli-Pflanzen. Und dahinter, da befindet sich noch Rosenkohl. Auch gar nicht mal so viele Pflanzen. Das sind vielleicht 6 bis 8 Stück. Und wo ich jetzt hier stehe, ich befinde mich jetzt hier nochmal mitten im Beet und da finden wir im hinteren Bereich Mangoldkulturen, auf der linken Seite noch Markerbsen, hier Buschbohnen ungefähr auf 15 Meter
Und da befindet sich eine Futterrübe, also es ist eine gelbe Rübe, habe ich so auch noch nie gesehen, aber ich bin jetzt kein großer Fan von Rüben. Ja, was aber erwähnenswert ist, das ist die Rote-Bete-Kultur. Da gehen wir jetzt gleich auch noch hin. Beim Rosenkohl muss man auch einfach noch mal kurz dazu sagen, wir haben jetzt August und der Rosenkohl hat schon Röschen ausgebildet. Das bedeutet, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rosenkohl hier wie bei uns in Deutschland den Winter über beerntet wird oder eventuell sogar im Winter noch Wachstum erreichen kann. Alleine die Höhe jetzt von dem Rosenkohl geht mir ungefähr bis zum Bauchnabel, also würde ich sagen, ja, 1 Meter, 1 Meter 20 hoch. Das ist die Höhe, ja, wie wir auch die Schneelage hier finden. Das heißt, im Winter wird der Rosenkohl hier ziemlich vom Schnee bedeckt sein. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er im Winter noch beerntet wird. Das ist auch der Grund, warum der Rosenkohl hier im Wachstum auch schon so fortgeschritten ist. Wenn ich überlege, meinen Rosenkohl, den habe ich erst vor 2 Wochen draußen ausgesetzt, also eingesetzt, ausgepflanzt. Also es sind schon fertige Setzpflanzen gewesen. Deshalb würde ich schätzen, der Rosenkohl bei uns ist jetzt so circa 6 Wochen alt. Der Rosenkohl steht hier schon deutlich länger. Ich kann sogar vermuten, dass er mit den anderen Kohlsorten zusammen ausgepflanzt wurde. Das bedeutet, der ist hier vielleicht sogar schon seit Mai in den Beeten. Dahinter kommt Knollensellerie, da gibt es nur ein paar Pflänzchen, aber ja, wie viel Knollensellerie kann man denn zu Hause gebrauchen? Wenn ihr überlegt, dass ihr das Grün benutzen könnt und dann eben noch die Knolle, dann könnt ihr viele Suppen herstellen, bis ihr so eine Knolle aufgebraucht habt. Ja, dann werfen wir jetzt zusammen einen Blick auf die rote Beete-Kulturen, die finde ich eben, wie gesagt, noch erwähnenswert. Da haben wir das Feld mit der roten Beete oder den Beetabschnitt und bei dieser roten Beete finde ich beeindruckend, wie ertragsreich die hier ist. Also die ist auch einfach ins Freiland gesät, mehrreihig, also wachsen ganz viele nebeneinander, vielleicht auch mal zu eng, aber die drückt sich gegenseitig weg. Hier haben wir zum Beispiel noch so eine dicke Rübe und es gibt mehrere Sorten. Die andere Sorte zeige ich euch auch mal. Hier am Anfang vom Beet, da seht ihr nämlich so eine langgezogene rote Beete, die kippt hier auch schon richtig um, weil die schon so weit aus dem Boden rausgewachsen ist. Also ziemlich interessant. Und die rote Beete ist tatsächlich eine sehr beliebte Pflanze. Weiß ich nicht, ob das auf ganz Schweden zutrifft, aber zumindest hier auf die Selbstversorgerfamilie. Und es hat natürlich den Hintergrund, dass sie ein super Energielieferant ist. Sie ist sehr süß und man kann sie so gut lagern wie Karotten und Kartoffeln. Deshalb eine super Pflanze für den Winter. Nun wären wir im Folientunnel angekommen. Hatte ich eingangs das Video schon gesagt. Ich wiederhole noch einmal: 16 Meter Länge und eine Breite von circa 6 Meter, damit etwas größer als unser eigenen Folientunnel. Was uns direkt auffällt, ist, dass der Platz hier nicht so intensiv genutzt wird wie bei uns zu Hause. Da haben wir auch schon mit den Eigentümern gesprochen und die haben gesagt, dass sie den Tomatenbestand auf jeden Fall reduziert haben in den letzten Jahren. Was wir jetzt hier sehen, sind unterschiedlichste Sorten, Fleischtomaten, aber sehr viele Cocktailtomaten auch. Der Vergleich zu uns in Deutschland, wir haben jetzt gerade den 14. August. Wir ja, sind gar nicht so weit voraus, muss ich ehrlich sagen. Unsere Pflanzen sind kräftiger gewachsen. Das ist vielleicht sortenabhängig. Unsere Pflanzen sind etwas höher. Es gibt nämlich hier ein paar Pflanzen, die sind erst 1,70 Meter hoch. Bei uns sind alle Pflanzen bereits über 2,20 Meter, teilweise schon über 2,50 Meter. Wir mussten sie auch schon mit den Tomatenhaken ablassen. Und Tomatenhaken sehen wir hier keine. Das heißt, die Tomaten werden jetzt irgendwann gekappt und reifen von unten nach oben aus. Und das hat, wie gesagt, auch den Hintergrund, und das wiederhole ich noch mal kurz: Ein Folientunnel ist in Schweden für Fruchtgemüse ersetzbar. Ihr verlängert mit dem Folientunnel die Saison. Ein Folientunnel ist im Sommer, wie jetzt im August, vielleicht nicht besonders wichtig, vor allem nicht, was die Temperaturen angeht.
Wichtig ist der Folientunnel für das Frühjahr und für den Herbst, um die natürliche Pflanzsaison einmal zu verfrühen und nach hinten raus zu verlängern. Frost ist immer der Tod der Tomaten, auch im Gewächshaus, da hilft euch der Folientunnel nicht wirklich. Wobei er euch aber hilft, ist einfach die Durchschnittstemperaturen, die Tagestemperaturen im Frühjahr und im Herbst zu erhöhen. Und so könnt ihr die Tomaten früher anpflanzen und länger beernten. Ja, das zum Thema Folientunnel und Tomatenanbau in Schweden. Und tatsächlich ist es so, dass hier dieses Datum der Eisheiligen, das ist den Leuten hier gar nicht bekannt. Das ist so ein typisch deutsches Ding, habe ich so erfahren. Meine Cousine hat mir im Mai Fotos geschickt, wie es geschneit hat. Also könnt ihr euch vorstellen, die Tomaten, die sind irgendwann hier im Juni vielleicht eingezogen. Und dafür haben die echt eine stattliche Größe erreicht. Ich finde auch, dadurch, dass sie ein bisschen langsamer wachsen, sie sehen gesünder aus als unsere Pflanzen. Und die Früchte, die sind zuckersüß, aber da mag es vielleicht einfach an der Sorte liegen. Aber sie sehen einfach sehr vital aus, die Pflanzen. Dann schauen wir uns die nächste Reihe an. In der zweiten Reihe, da finden wir hier die Einlegegurke und gar nicht mal so wenig. Die wird hier einfach ja, ohne Rankhilfe am Boden gezogen. Dahinter befindet sich Physalis. Und hinter der Physalis befindet sich eine Schlangengurke. So kennen wir es ja auch aus unserem eigenen Folientunnel. Die wird hier nach oben gezogen. Hinter der Physalis, da finden wir jede Menge Auberginen. Bei der Aubergine kann man jetzt aber einen sehr deutlichen Unterschied zu unseren Auberginen in Deutschland feststellen. Ich sehe hier noch keine einzige Frucht und wir sind bereits schon seit Wochen am Ernten. Das heißt, in der Entwicklung zwischen unseren Auberginen und den schwedischen Auberginen, ja, da liegen mehr als 6 Wochen, vielleicht sogar 8 Wochen Unterschied. Ja, aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Und hier sehen wir nochmal die Artischocke im Gewächshaus. Im Gewächshaus nochmal deutlich höher und hier haben wir sogar schon eine Blüte. Guckt sie euch an. Sieht doch wunderschön aus. Vielleicht pflanzen wir nächstes Jahr auch mal eine Artischocke ins Gewächshaus. Einfach mal, um zu sehen, ob es da deutlich besser funktioniert. So, wir sind fast am Ende angekommen. Das letzte Gewächshaus wartet auf uns. Es ist circa 6 Meter lang und 4 Meter breit. Ja, fast schon quadratisch. Und dann gucken wir doch mal, welche Schätze hier auf uns warten. Los, kommt mit rein. Hier erwartet uns eine bunte Mischung. Fangen wir hier an der Seite am Eingang an. Da finden wir eine Feige. Ja, die Feige liebt mediterranes Wetter und die würde es draußen einfach gar nicht schaffen. Deshalb steht die hier mit im Gewächshaus. Oben drüber, da seht ihr Weintrauben. Das heißt, hier sind Weinreben auch eingepflanzt. Finde ich, ist eine super Idee, wenn man den Platz dafür hat. Und in Schweden braucht ihr auch für Wein einfach eine Gewächshausumgebung. Ansonsten habt ihr keine Chance, den hier zu kultivieren. Dann finden wir hier Chilis. Nicht so viele, wie wir sie angepflanzt haben, aber wir haben auch gesagt, dass wir jetzt ein Chili-Jahr machen und dann setzen wir vielleicht 2 Jahre aus, wenn wir genügend getrocknete Chilis haben. Die Chilisorte sieht super besonders aus. Das sind lilane Chilis, sehr, sehr ertragsreich und die stehen auch alle nach oben. Das kennen wir ja auch von manchen Chilisorten, sieht sehr interessant aus. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, also ungefähr 20. Und da auch nochmal 30 Paprikas, unter anderem Spitzpaprika. Und die Paprikas sehen eigentlich ziemlich aus wie unsere in Deutschland. Nicht wahnsinnig groß, eher so klein und buschig. Die hat eine stattliche Größe erreicht, finde ich. Also irgendwie größer als unsere im Gewächshaus tatsächlich. Aber irgendwie haben wir mit dem Paprika dieses Jahr auch ziemlich Pech gehabt in der Voranzucht. Dann geht es hier weiter mit Gurken, Salatgurke. Ich gucke gerade mal, ob es irgendwas Besonderes ist. Ne, es ist eine gewöhnliche Schlangengurke. Und die sieht sehr vital aus, fällt mir an der Stelle auch auf. Also unsere hat schon längst mit dem Mehltau so richtig erwischt. Wir haben tatsächlich sehr viele gelbe Blätter und eigentlich rechne ich jederzeit damit, dass wir die Kultur verlieren. Deshalb haben wir auch noch mal Schlangengurken nachgesät und das im Juli. So, dann haben wir hier noch die Melone. Die haben sie hier nach oben gezogen. Scheint auch besser zu funktionieren als bei uns, weil bei uns sind die ganzen Triebe oben abgebrochen, weil die Melonen so schwer wurden.
Und dann sehen wir hier nochmal eine Rebe mit roten Weintrauben. Den scheint es hier ziemlich gut zu gefallen. Und die sind tatsächlich noch nicht reif. Ich wollte gerade sagen, die sind so weich, aber ja, ist sauer. Naja, gut. Wir sind fertig mit unserer Gewächshaustour. Es gibt hier so viele Dinge zu sehen, deshalb eine Sache will ich euch unbedingt noch zeigen, weil ich die fand ich super erwähnenswert, besonders toll. Also, los, lauf schneller, Marlene. Meine Güte, ich weiß, wir sind im Urlaub, aber wir wollen heute noch 7 Stunden bis zur Fähre fahren, also gib mal ein bisschen Gas. Was einfach super erwähnenswert und wichtig ist, weil es kam viel zu kurz hier in dem Video, das sind die zahlreichen Bärenhecken. Wenn Marlene einmal gerade hier rüber filmt, wir haben hier zahlreiche Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, weiße Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren. Und hinter mir, da seht ihr eine Pflanze, die es bei uns gar nicht so oft gibt. Also was es nicht oft gibt, aber sie ist noch relativ unbekannt. Das ist die Honigbeere, die sibirische Honigbeere. Hier wird sie irgendwie Blaubeere genannt. Ich weiß nicht, alles irgendwie, was blau ist, wird gerne Blaubeere genannt. Hier haben wir eine Kulturheidelbeere. Wenn ich jetzt hier wohnen würde, dann würde ich mir das sparen, weil die ganzen Wälder sind voller Blaubeeren und die Kulturheidelbeere, die schmeckt einfach nicht so gut. Dann haben wir noch schwarze Johannisbeere, schwarze Johannisbeere, schwarze Johannisbeere, schwarze Johannisbeere. Also wir haben hier sehr viele Beeren und da muss ich die Schweden auch einfach wieder total beneiden. Ich weiß nicht warum, aber die Beeren, die werden hier so riesig, also sowohl die Büsche als auch die Beeren an sich. Und ich glaube, hier in Skandinavien hat die Beere einfach ihren Traumstandort. Also da kommt die wahrscheinlich auch her, so kann ich es mir vorstellen, weil sie wächst nirgendwo so gut wie hier in Skandinavien. Ich sagte, die Beeren haben viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Hier sind noch mehr Beeren. Hinter mir Himbeeren, schwarze Johannisbeere, auch wieder die sibirische Honigbeere. Also es gibt hier sehr, sehr viele Beeren. Und genau das will ich auch bei uns zu Hause im Garten erreichen. So viele Büsche mit Beeren. Und was spricht dagegen, anstatt irgendeiner Hecke aus dem Baumarkt einfach eine Beerenhecke anzulegen? Es ist super einfach. Ihr könnt im Herbst die Triebe einfach abknicken oder abschneiden, in die Erde stecken. Und in ein paar Jahren habt ihr schon eine super große Beerenhecke. Und das ist doch super geil, wenn ihr eure Hecke einfach ja, die Erträge daraus essen könnt. Also macht das auch zu Hause. Da haben wir gerade einen Baum, der in voller Frucht steht, sagt man das so? Naja, er trägt sehr viele Früchte. Das dürfte eine Schattenmorelle sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bin kein Obstbaumexperte. Hinter mir Apfelbaum, neben mir da befindet sich ein anderer Baum, der keine Früchte trägt. Was ich euch hier zeigen möchte, ist, wie wichtig Obstbäume oder so eine Obststreuwiese, wie wichtig die für die Selbstversorgung ist. Ihr müsst euch nämlich überlegen, so ziemlich alle Fruchtgetränke, die euer Wasser aus eurer eigenen Quelle versüßen, damit ihr mal ein bisschen Abwechslung habt bei eurer Ernährung. Diese ganzen Fruchtsäfte müsst ihr selber herstellen. Außerdem sind die Früchte super wichtig für die Herstellung von Marmeladen. Das heißt, ihr habt hier natürliche Zuckerquelle und einfach ja einen anderen Geschmack. Und hier wird Apfelsaft hergestellt aus den Äpfeln. Und das Besondere bei den schwedischen Bäumen ist, sie müssen sehr stark frostresistent sein. Ich wollte meiner Cousine nämlich, die ja hier in Schweden wohnt, Obstbäume mitnehmen aus Deutschland. Und tatsächlich haben wir keinen einzigen Obstbaum in Deutschland gefunden, der für den schwedischen Winter geeignet ist. Hier ist die Rede von Zone 4 bis 5. Das ist somit die kälteste Zone, die es gibt bei dieser Kategorisierung. Und in Deutschland sind wir in Zone 2, 3, soweit ich weiß. Ja, jetzt zeige ich euch noch eine tolle Besonderheit. Jetzt mal ehrlich, Leute, wer von euch hat auf das ganze Laub hier auf dem Boden geachtet? Also wer kann sich denken, für was das Ganze hier gemacht wird? Das, was wir hier sehen, das ist eine Obstbaumgilde. Das heißt, um den Baum herum wurden zum Beispiel hier Erdbeeren gepflanzt, die gleichermaßen von dieser Laubfläche profitieren. Und zwar wurde hier mit Laub gemulcht und das Laub kommt von diesen zahlreichen Ahornbäumen hinter mir.
Und die Selbstversorgerfamilie hat hier ja mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar einmal das ganze Laub wurde hier ordentlich aufgeräumt. Der Baum wird gemulcht, das heißt, das Unkraut wird unterdrückt oder auch hier die Wiese wächst nicht unter dem Baum. Das heißt, der Baum kann die ganzen Nährstoffe für sich selber behalten. Wenn das ganze Mulchmaterial, eben auch Grasabschnitte und Heu, wenn das umgesetzt wird, dann stehen dem Baum mehr Nährstoffe zur Verfügung. Und ganz nebenbei haben wir noch den tollen Effekt, wenn die Äpfel runterfallen auf die Erde, dann treffen die hier auf eine super weiche Auflage. Das heißt, die Äpfel oder die Früchte im Allgemeinen hier, guckt euch mal um, das Ganze wird nämlich überall so gemacht. Die fallen hier einfach auf dieses weiche Bett unter den Bäumen. Und das führt dazu, dass die Früchte eben nicht verletzt werden, nicht beschädigt werden, weil ihr könnt beschädigte Früchte nicht einlagern. Das heißt, der Apfel ist je nach Sorte ja lagerfähig. Wenn ihr aber beschädigte Teile am Apfel habt, was an sich zum Beispiel die Fruchtsaftherstellung nicht schlimm ist, aber eben verhindert, dass ihr ihn einlagern könnt. Das wollte ich euch zeigen, weil das fand ich ist eine sehr coole Idee und da sind einfach diese Permakulturgedanken, diese Kreisläufe, also man nimmt einfach dieses Laub, das man nicht benötigt und schlecht verkompostieren kann, legt es hier unter die Bäume und hat so viele Nutzen daraus. Das fand ich sehr erwähnenswert. Wir haben es geschafft, Leute! Und ich finde toll, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ja, kurze Videos, das ist nicht meine Sache. Ich finde, ja, das war es einfach wert, heute das so ausführlich zu berichten. Einen Einblick in einen richtigen, echten Selbstversorgergarten. Geil. Das habe ich mir schon immer gewünscht und das ist auch der Grund, warum ich nach 2 Jahren noch einmal hierher auf den Hof zurückgekehrt bin. Ich hoffe, ihr konntet heute was für euch mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen und zwar die genialste Zuckerschotensorte der Welt. Und vielleicht mache ich bald einen Online-Shop auf und verkaufe euch die Samen. Das wäre auf jeden Fall eine der besten Geschäftsideen, die ich seit langem hatte. Okay, Leute. Wenn ihr irgendwas noch wissen möchtet über diesen Hof, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas zu meckern habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich einfach über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal. Guckt euch den Teil 1 und den Teil 2 dieses Videos an, damit ihr wisst, wie dieser Hof strukturiert ist. Und ja, dann freue ich mich, dass ich euch den Einblick geben konnte. Für mich irgendwie ein einmaliger Einblick, weil, ja, kennt ihr sonst jemanden auf der Welt, der seinen eigenen Strom herstellt, der seit 10 Jahren nicht mehr arbeiten geht, der sich fast ausschließlich aus seinem eigenen Garten ernährt, der seinen eigenen Brennstoff herstellt, ja, eine Familie, die quasi komplett autark lebt, mir völlig unbekannt, zum ersten Mal hier gesehen, total inspiriert, hat mein Leben verändert, deshalb bin ich auch wieder hier und ich freue mich, dass ich euch das alles zeigen konnte. So, wir sind am Ende angekommen, ich sage bis zum nächsten Video, dann sehen wir uns wieder in Deutschland. Bis bald, pfiat euch und baba, euer Anton.